Consulting-Agentur von 50.000 Euro auf 500.000 Euro skalieren in sehr kurzer Zeit, in unter einem Jahr. Wie geht das Ganze? Das Ganze bezieht sich jetzt auf Social-Media-Marketing-Agenturen, Online-Marketing-Agenturen, Prozess-Digitalisierungs-Agenturen. Was wir empfehlen, das werdet ihr noch erfahren im Laufe des Videos, am Ende des Videos, auch im allerersten Link hier unter diesem Video. Und ich habe jetzt hier den Geschäftsführer Julius Traupe neben mir sitzen und er wird jetzt ganz klar erklären, was sind die Schritte, die man machen muss, um eine Consulting-Agentur von 50 auf 500.000 Euro zu skalieren. Das war der erste Schritt. Dann von 100.000 auf 1 Million. Okay, wie funktioniert das? Und wir reden jetzt hier von Monatsumsatz, okay? Kannst du erstmal ganz grob sagen, welche Schritte fallen dir ein und dann werden wir sie konkretisieren. Ich habe mir auch schon die wichtigsten Punkte aufgeschrieben. Genau, also zum einen das Thema Mitarbeiter-Onboarding, dass du automatisiert deine Mitarbeiter einlernen kannst und somit gleich deutlich mehr Mitarbeiter einlernen kannst als bisher. Dann das Thema Prozesse implementieren in dein Unternehmen, dass es einen klaren Arbeitsablauf gibt, alles strukturiert ist und du somit am Ende aus der Unternehmerrolle eben auf das Unternehmen schauen kannst und nicht im Unternehmen arbeiten musst. Dann generell mehr Kunden gewinnen, größere Kunden und damit auch deutlich größere Consulting-Pakete anbieten, also Pakete schnüren. Und dann ein systematisiertes Abarbeiten dieser Aufträge, um mehr Aufträge bewerkstelligen zu können. So, gehen wir jetzt mal die ganzen Punkte durch und vor allem da, wo die meisten scheitern. Also die meisten haben in meiner Erfahrung zwei sehr große Probleme. Einmal, sie schaffen es nicht, größere Kunden zu gewinnen, weil sie glauben, kleinere Kunden ist einfacher. Sie glauben, hey, ich bin selber noch vielleicht jung oder ich bin noch etwas am Anfang oder ich bin noch nicht so selbstbewusst, dass ich bei größeren Kunden auch das dementsprechende Auftreten habe. Vielleicht traue ich mich auch nicht, einen größeren Kunden abzuwickeln. Und viele glauben, einen größeren Kunden zu haben, ist schwieriger. Also viele glauben, hey, wenn ich jetzt an einen Bäcker rangehe, der vielleicht schon 5 oder 10 Filialen hat, dann ist es schwieriger, den als Kunde zu gewinnen, wie den Dorfbäcker von nebenan. Kannst du vielleicht auf die Kundengröße dann gleich Stellung nehmen? Das wäre jetzt Punkt 1, den ich am allermeisten sehe. Und Punkt 2 ist es, sie schaffen es nie, die ersten 1, 2, 3 Mitarbeiter zu bekommen, weil sie sagen, ja, ich habe ja jetzt schon 2, 3 Kunden, ich betreue die, ich habe die Zeit gar nicht, um einen neuen Mitarbeiter zu suchen und um ihn auszubilden. In der Zeit kann ich es ja selber gleich doppelt machen. Also kannst du auf diese beiden Punkte erstmal Stellung beziehen. Genau, also generell ist es so, dass die Erwartungshaltung bei kleineren Kunden natürlich eine ganz andere ist. Wenn du einen Kunden hast, der 2.000 Euro Budget hat, wo er dich mitbezahlen will und am Ende auch noch ein Werbebudget hat, zum Beispiel für das Schalten von Werbeanzeigen, dann hast du am Ende eine Erwartungshaltung, die sehr, sehr, sehr hoch ist, die du fast nicht erfüllen kannst, weil der am Ende dann alle 2 Tage vielleicht sogar anruft und sagt, wie sieht's aus, wie stehen die Zahlen, weil er wirklich sehr, sehr, sehr hohe Erwartungen an diese 2.000 Euro Invest hat und für ihn das auch ein großer Einschnitt in seinen Budgetplan ist. Mhm. Und wenn du Unternehmen hast, die, wie du gerade gesagt hast, vielleicht 10, 15 Bäckereifilialen haben oder die generell auch ein finanzielles Polster haben, schon fertige oder gute Umsätze haben, dann ist es eine ganz andere Erwartungshaltung, weil du an einen Status Quo rangehst und diesen Status Quo durchs kleine Justieren von Stellschrauben am Ende einen größeren Mehrwert bringst, der für ein solches Unternehmen deutlich einfacher für dich umzusetzen ist, als wenn du das an einem kleinen Unternehmen machst. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Was ist einfacher zu verkaufen? Einem Studenten, der von BAföG lebt, dem einen 20.000 Euro VW Passat zu verkaufen oder einem Multimillionär einen Ferrari zu verkaufen? Dem Multimillionär, der vielleicht 20 Millionen hat, dem einen 300.000 Euro Ferrari zu verkaufen, ist ja viel einfacher wie dem Studenten auf BAföG, der nur 5.000 Euro hat, einen 20.000 Euro PKW zu verkaufen. Das heißt, wir machen oft den Fehler, wir glauben, an kleinere Kunden ranzutreten und günstigere Dienstleistungspakete zu verkaufen, sei einfacher. Es ist meistens anders, es ist meistens schwieriger. Okay? Dann der nächste Punkt, jetzt haben wir mal das abgehandelt, jetzt zum Thema Mitarbeiter. Da haben ja sehr viele ein Riesenproblem, weil am Anfang machen sie ja alles. Sie gehen zum Kunde hin, sie bauen die Kundenpräsentation, sie verhandeln mit dem Kunden, sie akquirieren den Kunden. Dann machen sie die Umsetzung, sie bauen dem Kunden selber noch die Webseite.
schalten das PPC, gehen vielleicht sogar noch hin und machen Bilder, um dann die später auf Instagram zu schalten. Also sind gleichzeitig Fotograf, PPCler, Buchhalter, Vertriebler, Sekretär und noch 5 andere Jobs, alles in einem. Also richtige Fachkraft, Allrounder. Und das ist eben das Problem, dass du nicht skalieren kannst, wenn du dich zu sehr in dein Daily Business mit einarbeitest. Also du musst am Ende lernen, wie du Aufgaben innerhalb deines Unternehmens abgeben kannst an Fachkräfte, die vielleicht jetzt noch nicht an dem Stand sind, wo du bist, aber die durch dich auf diesen Stand gebracht werden können und dann laufend immer mehr Fachkräfte dazu bringen können, zu einem großen Team zu werden. Das heißt, du bildest eine Fachkraft aus, gibst dein Wissen weiter in einem digitalen Onboarding zum Beispiel, lernst somit eine Fachkraft in diesem Bereich ein und durch dieses Onboarding, was vielleicht noch durch deine nächste Fachkraft, die du persönlich schon eingelernt hast, vielleicht noch verfeinert und verbessert wird, kannst du nun immer mehr Fachkräfte in dem Bereich einlernen, ohne in diesen Prozess überhaupt noch eingebunden zu sein. Und so musst du jede Abteilung für dich aufbauen, dass du am Ende des Tages dich wirklich um die wichtigen Dinge kümmern musst, die ein Unternehmer machen muss, nämlich das Unternehmen aus der Vogelperspektive zu beobachten, die Prozesse zu optimieren und überhaupt zu erkennen und die ganzen unternehmerischen Sachen, die du sonst nicht machen kannst, wenn du die Webseite bauen musst, wenn du dann noch einen Instagram-Account aufsetzen musst und so weiter. Ja, jetzt haben wir mal das Thema Mitarbeiter schon mal kurz angesprochen, das Thema an größere Kunden zu gehen. Jetzt vielleicht das nächste Thema, und zwar mehr Kunden. Oftmals haben die Leute, die so eine Agentur gründen, die haben so ihren inneren Kreis, ihr Umfeld, die fragen bei ihrer ganzen Verwandtschaft nach, bei allen Freunden, Familie, und irgendwann ist mal dieser innere Kreis abgegrast. Da haben sie vielleicht 3, 5 oder 10 Kunden bekommen. Ja. Und dann fällt es ihnen schwer zu wachsen. Also ihnen fällt es dann schwer, an neue Kunden zu kommen. Wir haben da ja insgesamt 7 Kundengewinnungsstrategien. Kannst du vielleicht mal auf so 2, 3 Dinge eingehen, wo wir oder wo du die meisten Kunden herholst? Genau, also was du gerade schon angesprochen hast, ist natürlich das Thema Tippgeber, dass man generell dafür Strategien entwickelt, die wir dann auch konkret haben. Dann das Thema, wir haben eine LinkedIn-Strategie, wie du über LinkedIn am Ende an Kunden kommen kannst, die auch in genau dem Segment sind, was Kai jetzt entsprechend angesprochen hat, also wirklich Kunden, die mehrere Millionen vielleicht schon Umsatz haben. Dann das Thema Facebook-Strategie, es gibt ein Direct-Mailing-Strategie, die wir haben, wo du dem Kunden entsprechende Broschüren zuschickst, deine Dienstleistungen präsentierst und am Ende dann somit ein zum Beispiel kostenfreies Strategiegespräch anbietest. Also da gibt es zahlreiche Strategien. Dann jetzt vielleicht zum weiteren Punkt, und zwar Thema Dienstleistungspakete. Viele schlagen sich ja wirklich teilweise rum mit Paketen von 500 Euro bis 1500 Euro oder dann vielleicht kämpfen sie sich mal hoch auf 2.000 bis 5.000 Euro Pakete, ja, die sie anbieten im Dienstleistungsbereich. Aber wie kann man schaffen, wirklich einmal größere Dienstleistungspakete zu verkaufen und vor allem auch Abo-Modelle dann zu verkaufen, wo man dann für die nächsten 6 bis 36 Monate auch einen planbaren Umsatz hat und dann auch somit die Agentur deutlich mehr wert ist und ich ja auch hergehen kann und besser mit Mitarbeitern planen kann. Wenn ich weiß, ich habe zum Beispiel 10 Kunden, die zahlen alle 8.000 Euro im Monat, dann weiß ich, hey, ich habe 80.000 Euro, dann kann ich mal mindestens 20.000 Euro Lohnkosten auch pro Monat stemmen. Ja, am Ende des Tages einfach machen, oder? Also man braucht natürlich ein Konzept dafür, was man für Beratungspakete anbieten kann, und man berät die Leute viel mehr, als dass man wirklich am Ende damit beschäftigt ist, in dem Unternehmen dann Marketingkampagnen etc. aufzusetzen. Also man ist ein reiner Berater, der diese Justierungen macht an den Stellschrauben und die Impulse gibt, um gewisse Sachen in das Unternehmen zu implementieren. Also man ist eher der Installateur als am Ende der das wirklich genau macht. Genau, also man hat es auch teilweise einfacher, weil viele Unternehmen sind bereit für einen Mitarbeiterfunnel. Zum Beispiel 15.000, also stell dir mal vor, jetzt hast du 2 Unternehmen, Unternehmen A und Unternehmen B, und so haben wir 10 Beispiele bei uns mit drin. Und wir geben auch die Schablonen und alles komplett vor. Unternehmen A hat ein Problem mit Marketing, mit Social Media, die bekommen einfach zu wenig Kunden, die sind so auf der Kippe, machen im Jahr 300.000 Euro Umsatz. Unternehmen B macht 3 Millionen Euro Umsatz, hat schon genügend Anfragen, hat genügend Kunden, ist sogar für die nächsten 8 Monate ausgebucht, aber die möchten jetzt beispielsweise einen Mitarbeiter-Funnel und ein Mitarbeiter-E-Learning, Prozessdigitalisierung, weil
sie kommen sonst den Aufträgen gar nicht nach. Ja. Die sind locker bereit dafür, 15.000 bis 25.000 Euro zu bezahlen für einen Mitarbeiterfunnel, weitere 20.000 Euro für ein E-Learning und dann jeden Monat nochmal weitere 10.000 Euro einmal für die Betreuung vom E-Learning und einmal für das Betreiben vom Mitarbeiterfunnel. Genau. Ja? Und die sind auch bereit, vielleicht 2.000 Euro Adspend pro Mitarbeiter auszugeben oder 5.000 Euro Adspend, wohingegen ein anderer nur 30 Euro Adspend für neue Kunden ausgeben darf. Das heißt also, ich biete quasi einfachere Dienstleistungen teilweise sogar an andere Unternehmen und wir haben so x Beispiele, wie man größere Dienstleistungspakete schnüren kann, umfangreicher, aber auch die hintenher viel einfacher sind zum Abarbeiten. Stellen wir uns mal vor, ich habe jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und zwar Thema Dienstleistung systematisieren. Jetzt habe ich 10 Kunden, beim einen Kunden mache ich den Marketing-Funnel, beim nächsten Mal Social Media, beim nächsten Mal die E-Mail-Kampagnen oder ich habe einfach 10 Kunden, wo mir jeder 20.000 Euro zahlt für einen Mitarbeiter-Funnel. Und ich habe das wie eine Schablone und verkaufe es einfach 10-mal. Genau. Ich implementiere das, dann berate ich. Und wenn ich natürlich so eine Aufgabe habe, kann ich auch dafür viel einfacher einen Mitarbeiter gewinnen. Wenn ich jetzt 50 verschiedene Sachen mache, dann brauche ich ja x verschiedene Mitarbeiter. Das heißt, wir erklären ganz strategisch und einfach, wie genau sowas funktioniert. Und wir nehmen persönlich selber nur noch große Kunden an, ab 100.000 Euro aufwärts. Und deswegen suchen wir jetzt Franchise-Partner und Partneragenturen und bilden die aus für diese Aufträge von 10.000 Euro bis knapp unter 100.000 Euro. Wir machen das jetzt wieder, wir haben das jetzt schon zweimal gemacht. Für 72 Stunden ist diese Möglichkeit wieder da. Danach ist sie wieder wahrscheinlich für ein Jahr circa weg, diese Möglichkeit. Es ist begrenzt auf Regionen, begrenzt auf maximal 20 Personen und begrenzt auf ca. 72 Stunden. Also melde dich schnell an, trag dich hier unten ein für das Geschäftsmodell. Es ist auch, da kommt jetzt ein kleiner Tipp von mir, wenn man später sein eigenes Unternehmen gründen möchte oder wenn man sich kostenlos an anderen Unternehmen beteiligen möchte, diese Strategie wird hier unten dann im Link auch noch verraten, dann lohnt sich das Ganze massiv. Hast du noch so ein, zwei Abschlusstipps, um seine Agentur zu 10x'en? Generell das Thema Skalierung, wo sich viele einfach sehr schwer tun, weil sie gar keinen Überblick haben oder gar nicht diesen Weitblick haben und man erstmal schauen muss, wo kann man überhaupt hin? Also will man am Ende wirklich diese selbstständige Person sein, die im Unternehmen alles macht? Oder will man wirklich in diese Unternehmerrolle kommen, dass man sagt, okay, gut, man hat jetzt für jeden Bereich seine Profis, die natürlich auch immer besser werden, denen man auch Schulungen kauft, die man weiterbildet im Unternehmen. Und am Ende hat man viel, viel, viel mehr Möglichkeiten, wenn man wirklich in der Unternehmerrolle ist und sich die Teams aufbaut. Und das ist eigentlich so der... Ja, und auch dieser so 5-Jahre-Plan, dass ich weiß, hey, mein Organigramm, mein Team wird so aussehen, wir werden uns so positionieren am Markt. All diese Dinge sind extrem wichtig. Also, ihr habt jetzt einige Videos gesehen von Julius und von mir gemeinsam. Auf Instagram könnt ihr ihm folgen. Und es werden jetzt auch alle die Experten, die wir hier haben, der Julius, der Tim, der Alexander, der Lorenz und wie sie alle heißen. Ja, wir haben ja hier in München ca. 50 Mitarbeiter, die werden jetzt hier auf diesem Kanal regelmäßig präsent sein. Also zum Thema Marketing, Prozessdigitalisierung, Sales, Vertriebsaufbau, Unternehmensberatung, Consulting, Branding, Social Media, alles von A bis Z. Immer gerne eure Fragen hier drunter schreiben, den ersten Link hier unter dem Video anklicken. Bis zum nächsten Mal und das wird jetzt hier für Deutschland der umfangreichste Unternehmerkanal. Wir steuern zu auf 100.000 Abonnenten und jetzt werden auch viele meiner Experten und unsere Experten hier sprechen. Es lohnt sich also. Bis zum nächsten Mal. Euer Karl und Julius Straupe. Tschüss. Ciao.